Veränderungen innerhalb der Produktion werden den Kupfermarkt mehr beeinflussen als Veränderungen innerhalb der Nachfrage. Eleni Joannides, Wood Mackenzie. Man sagt, dass der Preis für Industriemetalle in diesem Jahr steigen wird, und zwar aufgrund einer starken Nachfrage, die vor allem aus China kommt. Können Sie dieser Meinung zustimmen? Ja, der Preis der Nicht-Eisenmetalle ist in diesem Jahr bereits gestiegen. Ich kann jedoch nicht behaupten, dass dieser Anstieg allein aufgrund der Nachfrage aus China entstand. Eine allgemein bessere wirtschaftliche Situation unterstützt praktisch alle Metallpreise und auch die Industriemetalle. China ist ein unumstritten wichtiger Faktor, während eine Wiederherstellung der globalen Wirtschaft diesen Markt nicht weniger stark unterstützt. Und welche Faktoren könnten die Kupferpreise in den kommenden Monaten beeinflussen? Makrowirtschaftliche Faktoren werden die Nachfrage nach diesem Metall beeinflussen. Wir erwarten positive jährliche Zuwachsdaten. Ein unerwarteter Konjunkturrückgang würde die Angebotsmengen direkt beeinflussen. An den Produktionsstätten in Chile und in Indonesien wurden vor kurzem Streiks registriert, was die Kupferpreise wiederum positiv beeinflusst hat. Weitere Streiks würden die Kupferpreise noch weiter nach oben drücken. Dennoch erwarten wir größere Produktionsmengen, während der diesjährige Zuwachs etwas langsamer ausfallen wird als im vergangenen Jahr. Die Preise werden aber dennoch steigen, weil wir uns einem Mangel nähern, und das zum ersten Mal seit einigen Jahren. Veränderungen innerhalb der Produktion werden den Kupfermarkt mehr beeinflussen als Veränderungen innerhalb der Nachfrage. Die langfristigen Fundamentaldaten des Kupfermarktes sehen ziemlich vielversprechend aus. Glauben Sie, dass die Nachfrage steigen wird, vor allem in den Entwicklungsmärkten? Prinzipiell ja. Langfristig wird die Nachfrage aber nur in Indien und in den südöstlich asiatischen Regionen steigen, weil diese Wirtschaften einfach einen Schritt weiter sind, was den Entwicklungsstand angeht. Die Produktionskapazität dieser Regionen steigt. Ich denke, dass man die Produktionsstätten bald von der nordöstlichen Region in die südöstliche Region und nach Indien verlagern wird. Eleni, ich bedanke mich für Ihren Beitrag. Liebe Zuschauer, das war's für heute. Bleiben Sie dran, alles Gute und bis bald.